Ja, hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Euren Sandmann auf der Bindelbach. Ich glaube, Folge 5 ist es. Ah, verdammt. Ich muss den Vorwärtsgang auch drin lassen. Ihr seht, hier ist es dunkler wie sonst im LS. Das liegt daran, dass ich Real Night drin habe mittlerweile. Und noch ein Helfer-Tool, ein Helfer-Erweiterungstool, um genau zu sein. Und ja, das verändert LS, die Helfergeschichten vom LS auf jeden Fall. Das Helfer-Tool, uah, verdammt. Und zwar muss ich Helfer jetzt einstellen und die kriegen Lohn. Ob ich sie jetzt brauche oder nicht, ist egal. Die kriegen ihren Lohn. Was ich ganz geil fand eigentlich. Und die Helfer, die können auch leveln, mehr oder weniger. Also Erfahrung dazu gewinnen. Im Dreschen, eigentlich in allem, was vom Helfer gemacht werden kann. Und für 22 Uhr im LS ist das echt arschduster. Wirklich arschduster. Ja, auf jeden Fall wollte ich jetzt das Weizenfeld hier erstmal dreschen, weil eigentlich sind wir am Häckseln. Das werden wir nachher auch weiter tun. Ich muss das Feld hier ein wenig vorbereiten, mehr oder weniger. Und den Abfahrer muss ich auch noch leer machen. Also das dauert noch ein paar Minütchen, bevor wir wirklich anfangen können zu häckseln. Auf jeden Fall wollte ich euch den Helfer, den zeige ich euch jetzt auch mal, die Helfererweiterung. Ich sehe ja nichts, ne? Hat das Ding keine Arbeitsbeleuchtung hinten? Was soll denn der Blödsinn? Ich würde mal hinten raus auch gerne was sehen. Und zwar stelle ich jetzt erst mein Autocombine ein. Das ist eingestellt. Und das hier ist jetzt der neue Helfer-Tool. Hier könnte ich jetzt auswählen, wenn ich schon Helfer eingestellt hätte, welchen ich für den Agro Plus möchte. Jetzt kann ich hier halt Helfer aussuchen. Da seht ihr die unterschiedlichen Werte, die sie haben, die Erfahrungswerte. Und zum Dreschen. Wo haben wir Dreschen? 8%, ja gut, der drischt dann halt sehr langsam. Also umso weiter die Erfahrungen sind, umso höher sind dann auch die Geschwindigkeiten. Leistung 1%. Okay. Hat aber relativ gute Werte im Säen, im Grubbern, Pflügen. Ich bin aber am Überlegen, ob ich Victor nicht trotz alledem einstelle, auch wenn er 0% beim Dreschen hat. Das werde ich, glaube ich, auch tun. Victor ist der Dritte. Jetzt seht ihr, hier oben steht Victor. Jetzt klicke ich Victor an und ja. Jetzt übernimmt Victor. Ihr seht 7 km/h, weil ihm einfach die Erfahrung fehlt im Dreschen. Was meines Erachtens aber nicht schlimm ist. Jeder muss mal anfangen. Wenn wir in einem Job neu sind, dann müssen wir auch erstmal gucken und überlegen. Dann sind wir auch was langsamer, wie jemand, der einfach schon zig Jahre in dem Job ist. Und so sehe ich das hier auch. Ich gebe auch gerne Leuten mit nicht ganz so guten Statistiken eine Chance. Also Real Night
Ist auf jeden Fall verdammt dunkel. So, verdammt, ich bin schon viel zu weit gefahren. Mist, ich habe die Einfahrt nicht gesehen. Mist, Mist, Mist. Jetzt muss ich hier reinzirkeln. Das Schöne ist ja, im LS15 gibt es ja mittlerweile auch Fernlicht. Ich meine, das braucht man nicht wirklich, aber es ist schön, dass es da ist. Muss ich doch ehrlich gestehen. Ich finde es schon irgendwie nice. Hoppala. Ja, Victor, ich komme. Jetzt entlasse ich Victor, weil ich hier manuell drehen muss. Beziehungsweise ich fahre die Ecke hier schnell aus. Und dann werden wir Victor gleich auch wieder einstellen. Warum fährt Victor denn ohne Arbeitsbeleuchtung? Mit sieht er doch viel mehr. Na, muss Victor selbst entscheiden. Also ich würde mitfahren. Bin ich ja ganz ehrlich drin. Ich würde mitfahren. Also man merkt, es ist duster. Und ich habe am Fenster das Licht angelassen. Da freut sich die Batterie. Da freut sich die Batterie. Da oben fuhren die Autos, das heißt, da kommt die Brücke. Die sieht man auch eigentlich gar nicht. Das ist echt Wahnsinn. Man sieht die Hand vor Augen nicht. So, jetzt muss ich Victor ausmelden. Also ihr seht, von 0% beim Drechen ist er jetzt schon auf 1% hochgegangen. Genau, dich wollte ich. Obwohl, ihn können wir auch langsam Richtung Feld bringen. Mit den Staubtexturen hier, das ist ja echt irgendwie cool gemacht. Muss ich doch ehrlich gestehen. Dann werden wir gleich noch zwei Leute einstellen müssen. Einmal fürs Häckseln und einmal halt fürs Lügen. Ei, dunkel wie ein Katzenpopo. Okay, das kann erstmal so bleiben. Haben wir denn schon einen, der im Flügen relativ gut ist? Um nicht zu sagen, herausragend. Und 28%. Ich würde aber gerne Frau einstellen.
Eins, zwei, drei, vier. Dann wird's wohl die Monika. Oh Monika, oh Monika. Hier müssen wir auch noch einstellen. Clara, Clara ist da auch ein schöner Name, oder? Kann die Clara anfangen zu häckseln mit uns. Monika hat die Arbeit erfolgreich beendet. Glaube ich nicht. Auch Victorlein. Wo ist jetzt Clara? Clara quatscht Müll. Ist da nicht mal Kollision, Clara? Hätte zwar durchfahren können. Also laut Jobbörse ist die gut im Flügen. Laut Jobbörse. Ich kann nichts dafür, wenn sie doch nicht ist. Wo ist die Monika? Hau rein. Aber die geben wohl schnell auf. Alter Schwede. Woran fällt mein Bin überhaupt? Oder fällt 31? Entschuldigung. Ist ja Feld 31. Hier mal genau den Tempomaten an. Aber man sieht ja echt kaum was. Halt umso länger, umso besser die gelevelt sind in dem Sinne oder umso erfahrener die Helfer sind bei den jeweiligen Aufgaben, wie zum Beispiel Düngen, der Helfer fürs Düngen, der verbraucht dann auch weniger Dünger, wenn er umso höher er ist. Machen wir die Arbeitsbeleuchtung für auf der Straße mal aus. Man sieht ja echt null, ne? Man sieht ja null.
ist ja Wahnsinn. Ich werde mir, denke ich, nachher auch mal ein, zwei Cosplay-Kurse einfahren. Wie zum Beispiel ein Kurs bis nach hier oben zum Abladeträger, halt bis zur Abladestelle und zurück. Damit ich hier vielleicht hin und wieder mal ein bisschen was schieben kann. Kaum ist die Arbeitsbeleuchtung aus, ist das hier dunkel wie im Katzenpopo. Wir müssen doch gleich irgendwo in die Kreuzung kommen. Wenn man die Karte jetzt noch ausblendet, dann, ja, man sieht, dass man kaum was sieht. Wie man sieht, sehen sie nichts. Ja. Klarer 21% wird das Objekt. Ja, ist okay. Wird das eigentlich auf der Karte angezeigt? Mit Namen? Ja, mit Namen. Ja, wie cool ist das denn? Schön, dass die Clara bei uns fährt. Oder vielmehr mit uns. Clara im schwarzen Kleidchen. Aha. Ja. Oh, die sich echt eingehakt gehabt. Ist die denn bescheuert, sich einzuhaken? Mensch, Clara. Aber das war es für diese Folge. Würde ich jetzt sagen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Sandmann. Tschüss.